Hey, was geht? Heute gucke ich mal an 40 die. Ah, warte mal, da steht der Balken drüber. Seht ihr gerade nicht. Ah, 14 Kniffige konnte ich nur die Hälfte lösen. Achso, von den 14 Kniffige konnte ich nur die Hälfte lösen. Sehr gibt es denn. Kannst du es besser? Ich glaube, nein, ich glaube, ich schaffe. Ich bin froh, wenn ich zwei schaffe. Lass uns loslegen. So, Balken kann wieder zurück. Schieb dich rüber. Heilandsblättle. Super. Ah ja, das läuft ja schon. Also können wir loslegen. Sah sich die Aufnahmen der Überwachungskameras an und bemerkte, dass sich zwei Frauen verdächtig verhielten. Ein von ihnen war eine ehemalige Bodybuilderin, muskulös, blondes Haar und von oben bis unten tätowiert. Die andere war ruhig und zurückhaltend. Sie verbrachte ihre Zeit lieber alleine in ihrer Zelle und manchmal weinte sie auch. Nachdem er sich die Aufnahmen mehrmals angesehen hatte, wusste der Wärter, welche Frau ihren Ausbruch geplant hatte. Weißt du es auch? War nicht gut aufgekommen. Woran kann man was erkennen? Ein Brot ist eine Freude drin. Die Frau mit dem Brot. Das sieht jetzt komisch aus, das Brot. Es ist die zweite Gefangene. Da steckt eine Feile in ihrem Brötchen. Yeah. Mit der kann sie die Metallgitter bearbeiten. Martin, glaube ich nicht. Auf dem Tisch liegen drei Äpfel, aber nur einer ist genießbar. Die anderen beiden sind giftig. Martin will sein Frühstück nicht ausfallen lassen, aber welchen Apfel kann er essen? Ich glaube, der mit dem Wurm, weil die anderen beiden giftig sind. Dann wird der Wurm auch tot. Schau mal hin. So. Ich habe zwei richtig. Mindestanforderungen habe ich erfüllt. 14 Minuten Gewürze, wenn ich 7 habe, dann habe ich das Pensum. Das ist lustig. Weitermachen meine ich. Zwei von ihnen sind schwanger und eine versucht gerade eine Wassermelone zu stehlen. Erkennst du, welche von ihnen die Wassermelone versteckt? Kann man sie irgendwie erkennen? Komisch. Die könnten alle schwanger sein. Ah, die mit der Hose. Beim anderen beiden wird es, glaube ich, rausrutschen, oder? Nehme ich an. Mia hat ans Nichter erzählte Jakob, dass sie das Haus ihres Onkels nicht besucht hatte. Seit 2 Monaten war ihr Auto kaputt und die Villa war zu weit von der Stadt weg, um sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Sarah, das Hausmädchen, behauptete, sie sei vor ein paar Wochen vorbeigekommen, um Essen zu bringen und aufzuräumen. Aber seither sei sie nicht mehr in der Villa gewesen. Adam, der Gärtner, sagte dem Detektiv, er hätte Urlaub gemacht und sei eben erst zurückgekommen. Er wollte Jakob sogar sein Flugticket zeigen. Der Detektiv wusste sofort, wer hinter dem Diebstahl steckte. Du hast 8 Sekunden Zeit, um es herauszufinden. Vermutlich war die in der Mitte. Weil es Obst frisch ist. Es war das Dienstmädchen. Sie sagte, sie hätte das Essen schon vor einigen Wochen gebracht. Aber der Apfel, den Jakob vom Tisch nahm, war frisch. Ah. 3 richtig. Auf 4 habe ich mindestens die Hälfte. Was sage ich jetzt, das wird eh rausgeschnitten. Aus ihrem Spind verschwinden und das schon seit einigen Wochen, aber sie weiß nicht, wer es war.
Frau Tasca beschloss, dem Mädchen zu helfen. Sie statteten den Spind mit einer einfachen Alarmanlage aus, die losgeht, wenn jemand, der nicht Annabelle ist, die Tür öffnet. Sie versteckten sich hinter der Ecke und warteten. Nach 10 Minuten hörten sie den Alarm. Als sie zum Spind kamen, war er bereits leer und niemand war in der Nähe. Doch Frau Tasca bemerkte, dass jemand im Kunstraum verschwand. Sie eilte hinterher. Alles sah normal aus. Trotzdem brauchte die Lehrerin nicht mehr als eine Minute, um zu wissen, wer Annabelles Kekse gegessen hatte. Schau dich im Kunstraum um. Findest du innerhalb von 8 Sekunden den Keksdieb? Mal gucken. Was haben wir da? Das Mädchen mit dem blauen Pinsel. Ach, das ist echt komisch. Ah, geht wieder. Ja. Blaue, die Farbe vom Pinsel passt jetzt zum Bild. Das war das Mädchen mit der roten Jacke. Vier von Hersteller plant, neue Mitarbeiter einzustellen. Aber sie müssen dem Unternehmen einen Treueeid schwören, wenn sie den Job haben wollen. 10 Leute sagen den Firmeneid gleichzeitig auf. Aber einige nehmen das nicht so ernst. Hilft der Direktorin herauszufinden, wer diese Leute sind. Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Aber jetzt bin ich dran. Sie werden dem Unternehmen wohl nicht treu sein. Die Direktorin sollte sie nicht einstellen. 2 einflussreiche Medienmogule essen in einem teuren Restaurant zu Mittag. Sie diskutieren über die Fusion ihrer Unternehmen. Die Summe der Transaktion beläuft sich auf mehrere Milliarden Euro. Sie flüstern, denn die Bedingungen dieses Deals sind ziemlich brisant. Sie vermuten, dass sie belauscht werden. Und sie haben recht. Einige neugierige Leute belauschen ihr Gespräch tatsächlich. Finde heraus, wer. Alle. Aber ich glaube, das Mädchen mit dem gestreiften. Was? Wer beschlaucht sie? Wahrscheinlich das Mädchen mit einem Strohhut und einem gestreiften Ding. In der Jule. Aber wer beschlaucht sie, ne? Ah, kann auch das Mädchen neben dran sein. Ah ne, ich sag es. Bleibt dabei. Hier habe ich eh schon richtig. Die junge Frau am Nebentisch liest ein Magazin, aber sie hält es verkehrt herum. Sie versucht offensichtlich mitzubekommen, worüber die Milliardäre reden. Der Typ da drüben hört Musik, aber sein Kopfhörerkabel steckt nirgendwo drin. Die Frau dort am Tisch in der Ecke trinkt einen Cocktail, aber statt eines Schirmchens steckt... Hatte ich doch recht! Sie versucht, das Gespräch aufzuzeichnen. Also waren es alle... Große neue Mitarbeiter! Schreit der Chef. Er ist wütend, weil 3 Leute nicht ins Büro kommen. Richtig. Er ruft jeden an, um den Grund dafür zu erfahren. Alle 3 sagen, dass sie krank geworden sind. Der Chef glaubt ihnen aber nicht und lässt alle ins Büro kommen. Maria hat eine dicke Jacke an, trägt eine Mütze und einen Schal. Sie niest und hustet und hat eine Erkältung. Gloria geht an Krücken, ihr Bein ist eingegipst. Dann kommt Michael. Er hat sich am Arm verletzt und kann nicht tippen. Der Chef ist sich sicher, dass einer von ihnen simuliert. Aber wer? Ich will die Frage nochmal richtig verstehen. Hustet und hat eine Erkältung. Ich will die Frage nochmal richtig verstehen. Die Frau am Nebentisch liest ein Magazin, aber sie hält es verkehrt herum. Ja, ich weiß nicht. Sie versucht offensichtlich mitzubekommen, worüber die Milliardäre reden. Der Typ da drüben hört Musik, aber sein Kopfhörerkabel steckt nirgendwo drin. Die Frau dort am Tisch in der Ecke trinkt einen Cocktail, aber statt eines Schirmchens steckt im Glas ein Aufnahmegerät. Sie versucht, das Gespräch aufzuzeichnen. Wo sind meine Mitarbeiter?
schreit der Chef. Er ist wütend, weil drei Leute nicht ins Büro gekommen sind. Okay. Er ruft jeden an, um den Grund dafür zu erfahren. Alle drei sagen, dass sie krank geworden sind. Der Chef glaubt ihnen aber nicht und lässt alle ins Büro kommen. Maria hat eine dicke Jacke an, trägt eine Mütze und einen Schal. Sie niest und hustet und hat eine Erkältung. Gloria geht an Krücken, ihr Bein ist eingegipst. Dann kommt Michael. Er hat sich am Arm verletzt und kann nicht tippen. Der Chef ist sich sicher, dass einer von ihnen simuliert. Aber wer? Der Kerle. Sein Arm ist jetzt richtig gegipst. Glaube ich. Äußere Vermutung. Mikes linker Arm ist verletzt, okay, aber sein Telefon steckt in seiner linken Tasche. Hat er es etwa mit seinem verletzten Arm dorthin gesteckt? Offenbar wollte er einfach ein paar Tage frei machen. Eis schmilzt, es erhitzt, aber wenn du mich erhitzt, werde ich fest. Was bin ich? Okay, das ist schön. Eis schmilzt, wenn du es erhitzt. Aber wenn du mich erhitzt, werde ich fest. Ich nehme an, neu. Oder? Ja, neu. War ja schon lang. Ein Ei. Ah, Siebe. Hälfte habe ich geschafft. Eine Gabel oder Messer, Besteck halt. Es ist ein Teller. Mia war später Abend auf dem Weg nach Hause. Es war 23 Uhr und sie musste durch einen kleinen dunklen Park. Plötzlich hörte sie Schritte hinter sich. Jemand riss ihr die Handtasche von der Schulter und rannte weg. Die junge Frau rief die Polizei, die sofort vier Verdächtige schnappte. Jan sagte, ich habe ein Outfit für meine Party ausgesucht. Camilla hat sich zu Hause auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet. André erzählte der Polizistin, dass er Vögel im Park beobachtet habe. Und Nora war in ihrer Yogastunde. Nach der Befragung wusste die Polizistin, wer hinter dem Überfall steckt. Weißt du es auch? Hm. Ich kann nur den Vogel beobachten, weil es nachts ist. Es war André. Um 23 Uhr ist es viel zu dunkel, um Vögel zu sehen. Aha. Achte. Na gut, war ich bei Sonnenseite noch nie. Zurückkam, waren die Dokumente verschwunden. Leonardo befragte drei Verdächtige. Sein Bruder sagte, ich war im Pool schwimmen, als du weg warst. Ich habe weder etwas gesehen noch gehört. Der Koch sagte, morgen feiern wir noch eine Party. Ich habe das Essen schon vorbereitet. Der Wachmann sagte, ich war die ganze Zeit draußen und habe den Garten nach Mäusen abgesucht. Warum? Wer weiß, wo die Dokumente sind. Der Typ im Pool, glaube ich. Der ist nicht nass. Offenbar der Wachmann. Oh. In seiner Stellenbeschreibung wird nichts von Schädlingsbekämpfung stehen, oder? Ah, egal. An einer belebten Kreuzung in einer Kleinstadt kam es zu einem Unfall. Hm. Aber der Unfall egal, auch dann richtig. Weiter. Zum Glück konnten einige Zeugen das Auto beschreiben. Ein Polizeibeamter fuhr zum Haus des Verdächtigen. Dort sah er ein Auto, auf das die Beschreibung passte. Doch der Besitzer behauptete, er sei den ganzen Tag zu Hause gewesen. Der Polizist wusste aber, dass der Mann lügt. Wie das? Du bist ein Lügner. Ich muss die Frage nochmal richtig verstehen. Er berührte die Motorhaube und die war noch warm vom Motor. Ah, egal. Das geantwortet, egal. Du gingst an einem Bahngleis entlang, doch dann kommt ein Zug auf dich zugerast. Aber anstatt sofort von den Gleisen zu gehen, rennst du auf den Zug zu. Warum riskierst du dein Leben? Da ist noch ein Gleis. Du stehst auf einer Brücke, als du den Zug siehst. Du kommst vom Gleis also nicht so einfach runter. Deshalb rennst du zum nächstgelegenen Ende. Okay, das war's. Ich kann lange für so sehen. 8 habe ich richtig von 14, glaube ich. Schöne Ordnung. So.
Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.